Weg vor uns Richtung Luxemburggarten. Der Luxemburggarten ist im 17. Jahrhundert an diesem Brunnen. Es gibt Pferde und es gibt vier Damen, die die Welt tragen. Und am nächsten, nicht am nächsten, sondern am dritten Ampel, fährt man nach rechts. Über den Berg von Heilige Genoveva, obwohl es nur 67 Meter hoch, aber für die Pariser, das ist schon ein Berg. Heilige Genoveva ist unser den rechts, hein? Für blinde Leute erfunden, na, Braille. Diese Straße heißt La Rue Soufflot. Soufflot können Sie die Sorbonne-Universitätskapelle sehen, die Kapelle von dieser Universität, im 17. Jahrhundert gebaut, sehr schön mit dem Kuh. Ja? Die römische Bäder. Sie sehen jetzt rechts? Ruinen natürlich, hein? Das ist so alt. Und wir haben schon das Vorhof Heiliger Michael. Sie sehen jetzt links. Und bald auf der rechten Seite nach diesem Ampel sehen Sie rechts die Hauptfassade der Kathedrale von Notre-Dame. Aber wir fahren noch nicht da, wir fahren geradeaus, um eine andere Insel zu sehen. Rot, rot, aufpassen. Zu zeigen links, aber das ist links hinter sich. Das ist nicht so einfach zu sehen. Die Heilige Kapelle, eine Juwelen des 13. Jahrhunderts mit dem Eingang zum Justizpalast und hinter uns die erste Uhr der Stadt Paris ist, 14. Jahrhundert. Sie sehen. Und Sie sehen das Gebäude mit Türmen links. Das war ein Gefängnis früher gewesen. Und die Königin Marie-Antoinette ist dort 2 Monate geblieben, bevor sie enthauptet wurde auf dem Place de la Concorde, den wir später sehen. Also Justizpalast heutzutage, früher ein Gefängnis. Und ganz am Anfang, bevor es ein Gefängnis gewesen war, war die Conciergerie die erste Residenz der Könige Frankreichs. Ja? Und wir sind über die Seine. Vor uns der Châtelet-Platz mit Theater, Théâtre de la Ville, Théâtre du Châtelet. Die Pariser gehen gern zum Theater. Und wir erreichen le Théâtre de la Ville links. Und die Bouquinisten rechts. Wir sind auf dem rechten Ufer. So, das soll klar sein, das ist ganz einfach. Die Seine fließt in der Mitte der Stadt und teilt die Seine in 2 Teile. Norden, la Rive droite, das rechte Ufer, und Süden, auf der anderen Seite, das linke Ufer, la Rive gauche. Weil die Seine von Osten nach Westen fließt. Westen ist hinter uns, Osten vor uns. Ja? Bald sehen wir auf der linken Seite die Hauptfassade von dem Rathaus von Paris. Sehen Sie links das Rathaus. Ein sehr schönes Gebäude des 16. Jahrhunderts. Unser Bürgermeister Jacques Tiberi, der andere Bürgermeister war Jacques Chirac gewesen, seit einem Jahr Präsident Frankreichs. Der erste Bürgermeister aus einem Pferd links, Etienne Marcel. Und die Blumen, bemerken Sie, macht das Gebäude sehr schön hier. Und zum Beispiel, wenn so Helmut Kohl nach Frankreich geht, er Saint-Ludwig-Insel. Und man fährt immer geradeaus und langsam. Links das arabische kulturelle Zentrum, modernes Gebäude, schön für ein modernes Gebäude. Und rechts, was ist sehr, sehr schön, wo wir halten bald. Aber der Blick von hier ist sehr schön, finde ich. Die Strebebogen und die Strebepfeiler der Kathedrale von Notre-Dame. Mit den Türmen, die 70 Meter hoch sind. Es gibt alles, ein Bouquinisten. Ne? Notre-Dame. Also, ich frage um Ihre Aufmerksamkeit.
Weil wir das Innere der Kathedrale besichtigen und nachher werden Sie ein bisschen Freizeit, um spazieren zu gehen, um allein zurück zum Bus. Hein? Oh, ich weiß nicht, wie Sie heißen hier. Detlef. So, Detlef wird uns hier abholen. Wir steigen nicht aus, hein, weil es nicht erlaubt ist. Wir steigen ein, aber nicht aus. Und wir brauchen nicht so schnell, das ist ein bisschen sonst. Dann ist ein vierter, rechter Ufer. Baugerüste im Louvre, Sie bemerken das. Sehr schön, bald auf der linken Seite können wir Musée d'Orsay, Orsay Museum sehen. Ne? Orsay-Schnungen sind sehr schön zu sehen. Und nachher ein Péniche-Boot von Paris, die wir hier rechts sehen können. Ja, am 14. Juli 1789 hat die Pariser Bevölkerung das Bastille-Gefängnis zerstört. Das war mehr ein Symbol, das zerstört wurde, weil es nur 7 Gefangene gab. Und nach der Zerstörung hat man das Gefängnis, die Steine von diesem Gefängnis, um Häuser bauen zu lassen, benutzt und auch um diese Brücke rechts zu bauen. Und diese Brücke. Und diese Brücke, einen Blick über die Stadtinsel und die Türme der Kathedrale. Können Sie rechts sehen, allmählich? Das ist der Reiter der Heiligen Kapelle, dann kommt die Kathedrale. Wir fahren langsam und dann die Champs-Élysées. Ich bin halt in Dürfe. In der Revolution hat man alle königlichen Statuen zerstört. Und wenn die Guillotine. Die Guillotine. 1200 Leute wurden hier enthauptet, wie zum Beispiel der König Ludwig XVI. Und die Königin Marie-Antoinette. Und links haben Sie einen sehr schönen Blick. Sehen Sie links die Champs-Élysées Avenue, der Triumphbogen vom La Défense und der Triumphbogen von Champs-Élysées, wo wir fahren. Des 18. Jahrhunderts. Ist alle diese Perspektiven links und rechts. Und vor uns, für die Leute, die vor uns sehen können, haben wir eine sehr schöne Perspektive Richtung Westen, einen Blick Richtung Triumphbogen und La Défense Viertel. Vielleicht können Sie auch 2 Pferde am Eingang zur Champs-Élysées Avenue sehen. 2 Pferde von Marly, Statue des 18. Jahrhunderts, obwohl hier handelt es sich um Kopien. Wegen Umweltschmutzung sind unsere originale Statue im Museum nicht mehr in der freien Luft und deshalb sehen wir Kopien im Augenblick. Champs-Élysées, Élysée-Feldern und zwar Paradies in der Mythologie. Und Sie sehen die Statuen links und rechts. Ich finde bald links mit all diesen Farben sehr lustig. Diese große Dame von Niki de Saint-Phal, eine Skulptorin, eine Frau hat das skulptiert. Und ich finde der Kugel links auch interessant. Was meinen Sie? Ich lasse Sie sehen. Giacometti, Picasso. Links ein großes Gebäude, das im Jahre 1900 gebaut wurde. Grand Palais, großer Palast mit diesem großen Dach, mit Säulen hier. Eine Perspektive Richtung Invalidum Dom auch. Von oben aus hat man einen sehr schönen Blick über die 12 Avenuen, die hier laufen, wie die Branchen eines Sterns. Daher der Name Place de l'Étoile. Étoile bedeutet Stern, Sternplatz.
oder Charles de Gaulle Platz genannt, auch. Aber links können Sie Blumen sehen auf dem Grabmal. Ich werde fragen. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, est-ce que je peux faire descendre mes clients pour qu'ils puissent photographier? D'habitude, on ne vous voit pas, c'est pour ça. Je suis guide officielle. Oui. Mais le chauffeur oui. ne reste pas avec son véhicule. Ah, d'accord. Il fait soit le tour du terrain, d'accord. Il va se garer à l'avenue New York. Mais ça fait un peu trop loin, l'avenue New York. Den Palast von Chaillot, Sie waren auf der Terrasse gewesen. Mittag, jeden Tag ist es verschieden. Ne? So ist es in Paris, wir demonstrieren oft. Die Seine und vor uns der Eiffelturm aus Eisen gebaut. Kein Stahl benutzt wurde, nur Eisen. Deshalb ist der Turm 300 Meter hoch, 320 mit dem Antenna ganz oben. Und sie wiegt 7000 Tonnen, was uns keine gute Idee gibt. Aber wenn ich sage, dass ein kleinerer Modell des Turmes von 13 cm hoch erst 7 Gramm wiegen würde. Über was für ein Krankenhaus, das von 19 Jahre nach seinem Tod, 1840, hat man seinen Körper transportiert aus der Insel von Sainte-Hélène nach Paris. Man hat seinen Sarg geöffnet, um zu prüfen, ob es wirklich Napoleon drin war. Und man konnte ganz gut seinen Körper erkennen. Ein Haus gebaut weiter, so jetzt ist es das Armee-Museum. Baugerüste hier links, was sie spielen? Les Boules. Kugel. Das ist sehr populär bei uns. Dritte. Alexander der Dritte besuchte uns und zu dieser Zeit, es gab viele russische Leute in Frankreich, viele Franzosen, wie zum Beispiel mein Großvater in Russland. Das war aber das hat nicht sehr lange gedauert, bis zum Jahre 1917. Aber hier ist es schöner, finde ich rechts. Dankeschön. Und Sie erkennen die Löwe vor uns.